Hallo, liebe Kinder, liebe Eltern, liebe begeisterte Sportfans. Herzlich willkommen beim Paul Schaner Bewegt Aktionstag 2012. Seit 2009 gibt es die Aktion PS Bewegt, Paul Schaner Bewegt. Paul, was sind deine Beweggründe, dass du diese Aktion damals ins Leben gerufen hast und sie bis heute mit so großem Erfolg führst? Ich habe mehrere Beweggründe, ganz ehrlich gesagt. Mein erster Beweggrund war eigentlich und ist weiterhin natürlich Jugend, Kinder. Wie kann man da was zurückgeben, wie kann man die Interessen wecken von einem Kind? Und da spricht eben dafür, einfach Fußballprofi sozusagen zum Anfassen. Und deswegen lohne ich da eben die Kids ein und die sind hellauf begeistert, da, dass sie mich angreifen können und ich mit ihnen was mache. Das ist einmal der erste Beweggrund. Der zweite Beweggrund ist, in der heutigen Zeit ist es nicht mehr üblich, ständig am Fußballplatz zu sein oder irgendwas anderes an Bewegung zu machen, so wie es bei mir war. Ich kann mich noch erinnern, wie Sommerzeit war, da sind wir vor 10 Jahren nicht ins Haus gekommen, weil wir ständig unterwegs waren. Und das ist eigentlich der zweite Beweggrund, da eben die Kinder zum Bewegen zu bewegen. Und der dritte Grund ist einfach, im Endeffekt ist das ganze Projekt nicht nur ausgerichtet auf Fußball, sondern eigentlich aufs Leben. Und ich habe eben schon einige Erfahrungen jetzt in meiner Karriere und bin jetzt schon 8 Jahre im Ausland und habe einiges gesehen, was eben wichtig ist, um erfolgreich zu sein. Let's save the world, men back, I know you understand. Stop the movement, they can try if they want to. Ignorar los ladinos, sí, they can try if they want to. What pits all the big roll, took like jigsaw and built it all. Despite a big loss, I bet it all, if I blend against the world, Ray Charles. Das ist das Interessante an der Geschichte, dass du nicht wie viele deiner Kollegen oder ehemalige Fußballer sie dann auf Trainingslager sowas in diese Richtung verlegen, sondern du machst das, wenn ich sagen darf, ganzheitlich, ist das richtig? Richtig, ja genau. Also man sieht eben bei den Stationen, was ich eben grundsätzlich dabei habe, das ist eben das Jonglieren, das gibt mir irrsinnig viel, ist zwar irrsinnig schwierig, aber erfordert Konzentration, Geschicklichkeit und fördert natürlich auch die geistige Fähigkeit. Und dann habe ich immer dabei einen Koordination- und Geschicklichkeitsparcours. Da sieht man eben, ich bin froh, dass da der Michael Trattner wieder dabei ist. Und der sagt mir immer, da sieht man, manche haben nicht einmal die gewöhnliche Bewegungsmuster drinnen, so das Kipping oder so irgendwas. Da haben schon die ganzen Kids Schwierigkeiten. Und das möchte ich eigentlich damit abstellen. Was ganz besonders ist bei deiner Aktion ist, dass du den Kontakt zu den Kindern dann nach diesem Aktionstag weiter aufrechterhältst. Wie geht es? Wird das angenommen aus der Erfahrung der letzten Jahre? Also ich habe das seit letztem Jahr im Programm. Das ist die PS Bewegt Community.
Du gehst auf meine Website, da kriegt jedes Kind einen Zugangscode beim Aktionstag und kann sich dann einloggen und kann mit mir kommunizieren. Und das, der ganze Trick dahinter das ist eigentlich, dass wir ständig in Kontakt bleiben können, dass sich das Kind eben Informationen holen kann, diskutieren und eben auch wichtige Sachen, was eben wichtig sind für die ganze Karriere und fürs Leben. Und ich hoffe, ja, der Zuspruch könnte noch besser sein, aber es ist im Aufbau. Mhm. Es ist der dritte Aktionstag dieser Art. Wir haben über 120 Kinder da im Burgstall. Wie gelingt es da, das überhaupt auf die Beine zu stellen? Es ist ja gratis für alle Kinder, die werden alle eingekleidet und so weiter und so fort. Wie gelingt es dir, das wirklich so auf die Beine zu stellen? Ja, da muss ich eben Puma danken. Und natürlich habe ich gesagt, im Endeffekt möchte ich was zurückgeben. Und da habe ich zu Puma gesagt, ja, machen wir einen Aktionstag und wir rüsten die Kinder aus. Und da habe ich eben bis 2014 jetzt einen Vertrag unterschrieben mit Puma. Die werden mich unterstützen und werden mich bis 2014 für bis zu 450 Kinder ausrüsten. Mhm. Und das ist natürlich eine Menge und da möchte ich mich natürlich herzlich bedanken bei Puma. Aber generell auch die örtlichen Sponsoren, was ich habe, die sind enorm wichtig, um diesen Aktionstag weiterhin frei zu gestalten für und gratis zu gestalten für die Kinder. Und da bin ich wirklich dankbar. Paul, wir schreiben das Jahr 2012. Wir haben 120 Kinder da, das Ganze ist wirklich großartig aufgezogen. Wohin geht die Reise mit dem PS Bewegt Aktionstag, mit der gesamten Aktion? Wie groß soll es werden? In welche Richtung denkst du, dass es weitergeht? Ja, wie man jetzt das sieht, es kommt immer der Zulauf von weiter weg. Mhm. Und es ist natürlich eine irrsinnige Anstrengung für die Kinder, da über eine Stunde, eineinhalb Stunden herzufahren. Und ich bin schon am Überlegen, ob wir den ausweiten sollen. Aber nächstes Jahr ist er nur mit dem Burgstall. Und dann werden wir sehen. Also ich habe einiges im Kopf. Also Aktionstag hat 8 Stationen, bei einem wird gerastet, das war meine persönliche Lieblingsstation, bei 7 wird Bewegung gemacht, den einen hast du schon hervorgehoben, den Michael Trattner, aber eine zweite Station ist eine ganz wichtige. Ja genau, eben auch der Reinhard Komosny, den habe ich heute das erste Mal dabei und der nimmt die Kinder von Kopf bis Fuß unter die Lupe und nimmt den Körper ab, wo Verkürzungen drinnen sind, wo kraftmäßig Nachteile liegen und die wird er sich anschauen, die wird dann kommunizieren über die PS-Community und dann mal schauen, wie das ankommt. Ja. Und am Ende des Tages wird natürlich auch ausgewertet. Es gibt in jeder Altersgruppe die drei Besten, die dann bei den messbaren Stationen vorne waren und dann haben wir da einen ganz, ganz netten jungen Teamkollegen von dir, der uns genau Siege heraus. Genau, ja. Also ich bin überglücklich, eben David Alaba da zu begrüßen zu dürfen. Ich glaube, das ist ein guter VIP-Überraschungsgast. Und ja, die Stationen, es war die Schnelligkeit, wer am schnellsten gerannt ist. Da haben wir eine super Station von Puma eben auch zur Verfügung gestellt gekriegt. Mit Lichtschranken, wo man eben sieht, wie viel km/h das man gerannt ist. Dann haben wir Zielschießen in die Ringe und auf die Stangen gehabt. Und die vierte Übung war die? Das ist gar nicht. Stangenschießen, werfen in die Ringe. Vielleicht haben wir eh nur drin. Auf alle Fälle, diese Übungen werden ausgewertet. Aber weil ich da gerade umschaue, auf das Sprungbecken, Weitsprung, haben wir natürlich auch dabei. So ist es. Ja. Was bemerkenswert ist, es wird auch versucht, da die Erwachsenen, die Eltern mit einzubinden. Da waren einige Aktivitäten heute. Wir haben zum Beispiel Basketball geschossen, um da
Ballwürstel und so weiter ausgespielt. Also die waren auch mit Feuereifer dabei und die sind natürlich auch gefragt, wenn es um deine Charity geht. Wir haben Lose verkauft hier beim Aktionstag. Ich glaube, alle Losblöcke sind weg. Super. Alles verkauft, denn da geht es um zum einen schöne Preise, die es zu gewinnen gibt, zum anderen aber, was natürlich wichtig ist, um eine ganz, ganz gute Sache. Paul Scharner Charity, kannst du uns ganz kurz dein Projekt vorstellen? Wem kommt das Geld zugute, das unter anderem auch hier gesammelt wird? Ja, also ich habe mich schon vor 7, 8 Jahren dazu entschieden, wie kann sich der Paul Scharner identifizieren, mit welcher Charity. Und da habe ich mir die Schmetterlingskinder, Debra, ausgesucht. Weil, ja, man sieht eben bei meinem Aktionstag, viele Kinder haben Spaß, können in die Sonne gehen, werden vor die Eltern umarmt und alles Mögliche. Und das geht aber bei den Schmetterlingskindern nicht, weil die sind so empfindlich von der Haut, dass die im Prinzip nicht angreifbar sind. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden. Die Krankheit heißt Epidermolysis bullosa und ist wirklich eine sehr rare Krankheit überhaupt auf dem ganzen Planeten. Und wenn man so wenig weiß darüber, dann vergisst man solche Sachen. Und deswegen habe ich mich eben für die Debra entschieden. Herzlichen Dank für David Hallauer, dass er hier ist. Und dementsprechend ist der PS Bewegt Aktionstag eine wirklich runde Angelegenheit mit einer wirklich tollen Sache, die da auch charitymäßig im Hintergrund steht, und dementsprechend stolz und froh bin ich, dass ich dabei sein darf. Danke. Super, Herr Ernst. Dankeschön.